muss ich hier runter? 1, 2, 3, 4. Ich weiß es nicht. Nimm mal Tür 3. Ich habe das Gefühl, 4 ist zu viel. Wow. Wow! Ach du Scheiße, was geschieht mir gerade? Das auch. Da war auch irgendwo ein Pilz. Cooper. Ich weiß nicht genau, was ich hier eigentlich tun muss. Ja. Ist doch schon mal gut. Schade. Aber. Vom Grundsatz her habe ich ja schon alles ganz gut gelöst. Ich probiere jetzt mal eine andere Tür aus. Ich probiere jetzt Tür 2 aus. Ah, ich verstehe. Gut, dann habe ich anscheinend auf Anhieb. Es gibt nur eine richtige Tür anscheinend. Ich habe sie auf Anhieb erwischt. Ich würde trotzdem ganz gerne den Pilz eigentlich haben. So, aber eigentlich brauche ich auch ein Trampolin so zum Mitnehmen. Hab ihn jetzt irgendwie. Boah, was für ein Chaos, ey. Okay, eben konnte ich mich noch ein bisschen besser durchschlagen, habe ich den Eindruck. Okay, jetzt steht das Trampolin da, magischerweise schon. Da kann ich doch genauso gut. Ne, komme ich nicht mehr dran. Aber ich kann doch so machen und. So auf dem Trampolin. Vielleicht ist das sogar ein bisschen einfacher als mit einer Ranke. So. Vor den Schraubenschlüssen muss ich aufpassen. Was? Was hat denn das damit jetzt auf sich? Scheiße. Jetzt sind wir wieder auf dem Boden der Tatsachen. Oh, wie fies. Wie fies! Komm schon. Ich komm gar nicht. Komm, der schießt jetzt. Das weiß ich ja. Ah! Ich denke, er springt ab, der Mario. Wisst ihr so, dass. Also, dass ich die treffe, dass sie ihre Flügel verlieren, aber das passiert gar nicht. Das passiert eigentlich. So, dann so. Geisterkreis. Oh, nee, ich muss wieder die richtige Tür raten. Ich nehme jetzt die 6. War richtig. Boah, also das liegt mir anscheinend. Dinge erraten. Ich verstehe. Ich muss spinjumpen und dann hier durch. Gut, das war jetzt nicht die Katastrophe. Feuerblume. Und dann. Ah! Das ist gut, glaube ich, da ich das habe. Ich renne mal hier durch. Dann hier lang. Oh, wir haben nicht viel Zeit. Was zur Hölle? Ich renne einfach geradeaus. War das richtig? Ja, ich kann mich hier zumindest hier durch. Boxen. Ich weiß jetzt nicht, was da oben war. Also das, was ich im Prinzip verkackt habe. Oh, scheiße, überall Feuer. Achso, ich hätte auch oben lang gekonnt. Also, dasselbe hinaus. Ah. Ha. So, haben wir's. Drittes Level auch geschafft. Ja, sie sind schwer, aber ich habe sie, ganz ehrlich gesagt, sogar noch ein bisschen schwieriger so als Eindruck gehabt. Also so kurz zum Unmöglichsein. Aber ich habe ja irgendwie trotzdem die ersten drei gelöst. So, und jetzt das letzte. Das New Super Mario Bros. Level. So, wenn da, vielleicht ist das hier sogar das Schwerste, wer weiß. Also machen wir uns mal hier ran. Ich muss mit Walljumps hier hoch. Okay. Ist das erste Mal, da ich das spiele. Ich habe es schon mal ganz gut für den Anfang gelöst. So, der fällt. Mario hat leider keinen Sprung gemacht, sonst hätte ich das jetzt geschafft. Ah, achso, zumindest komme ich hier hin. Ich dachte, ich müsste dann ganz wieder von Anfang an. Oh, was soll denn mache ich hier? Gut, ja, noch ein Pilz. Auf den Block. Auf den Block. Das war jetzt, glaube ich, nicht so vorgesehen, aber ich habe es einfach mal gemacht. Ah, ich glaube, hier ist so ein bisschen meine Schwäche. Wobei, hier ist eine Feuerblume. Feuerblume ist gut. Ah, ich bin ein bisschen angespannt. Ach gut, jetzt nicht so extrem. Ich meine, ich habe ja echt nichts zu verlieren. Wenn ich das Level verkacke, dann darf ich jederzeit wieder von vorne probieren. So, das ist ja das Gute. Wiggler. Oh, die verfolgen mich. Die sind auch echt schnell. So ungefähr genauso schnell wie ich. Oh. Ah! Cool.
Gut, dann gehen wir wieder. Ich glaube, scheiß mein 3. Nicht mein 3DS, sagt schon 3DS. Mein Gamepad ist fast leer. Es blinkt. Ich hoffe, es geht nicht aus. Ich will jetzt nicht Pause machen und... Okay, dann habe ich doch einen Druck. Ich will jetzt nämlich... Ich will das jetzt nicht holen gehen, so ein Ladegerät so im Video. Ich will das jetzt durchmachen und dann so gesehen beenden, glaube ich, aber... War das richtig? Ich hoffe, das war richtig, was ich mache. Also es könnte sein, dass jederzeit mein Gamepad rausgeht. Und das Akku hält. Toll, den da rausholen war jetzt echt unnötig. Ich mach mal eine Tür. Ah, ich glaube, das ist eine Reset-Tür dann, oder? Wenn ich es hier verkackt habe, so wie jetzt gerade. Probieren wir es nochmal. Ah, ich verstehe also das Prinzip. Boah, ich krieg das nicht auf die Reihe. So, nach dem dritten. Nach der dritten Plattform so. Weiterzumachen. So, jetzt. Oh, das wollte ich nicht. Ey, warum hat der da einen Wandsprung gemacht am Ende? Das war jetzt voll bescheuert. Ja. Gut, ich hatte es eigentlich. Das war jetzt doof. Okay, komm, das gebe ich zu. Das war jetzt echt keine gute Aktion. So, die Frage ist, muss ich da runter oder da hoch? Ich verstehe das nicht. Okay, ich glaube, ich gehe hier lang. Ah, oh, das war jetzt... Ah, ich muss nochmal machen. Ja, das war jetzt... So. So, im Prinzip können wir ja direkt hier... Rutsche ich da echt die ganze Zeit runter, ey. Ich werd wahnsinnig. Ach, komm. Gut, ich sterbe ja nicht, wenn ich es verkacke, zum Glück. Aber... Ah, ich komm einfach nicht dahin. Warte, okay, vielleicht machen wir es auf die vorgesehene Weise. Indem wir... So... Okay, nein, ich verstehe auch gar nicht, warum Mario hat diesen Supersprung da gemacht hat. Nein, wir machen es wie eben auch, glaube ich. So, ja. Und... ich schaffe es nicht mehr. Ich habe es verlernt gerade. Ich habe es gerade verlernt, wie das geht. Jetzt hat Mario nur einen kurzen Sprung gemacht, Wandsprung. Ich verstehe gerade auch nicht, warum. Ich kann es nicht mehr. Eben konnte ich es noch, ihr habt es ja gesehen. Aber ich habe es auf jeden... Ich habe es komplett verlernt gerade, wie das geht. Gut, machen wir es auf die Art und Weise. Ich glaube, die ist auch die vorgesehene gewesen. So, und dann machen wir es hier auch ganz vorsichtig. Eigentlich ist das hier auch gar nicht schwierig. Okay, nein. Noch nichts verkackt. Wir nehmen eine Feuerblume. Ich weiß jetzt nicht, wofür diese Tür gut ist. So, hier so einen eisigen Weg. Okay, dann hier lang. Mit lang. Dann das hier nochmal. Es ist ein Bowser, der hier kommt. Scheiße! Ah, ich kann nicht... Okay, Moment. Ich dachte, ich könnte einfach an dem vorbei, aber der New Super Mario Bros. Bowser, bei dem geht das nicht. Aber jetzt haben wir es geschafft. Yes! Okay. Jetzt haben wir es geschafft. So, wir haben alle vier Nintendo World Championship Levels beendet. Die ich vorher noch nie gespielt habe. Aber jetzt schon. Und alle abgeschlossen. Oh, du hast alle Levels der Nintendo World Championship abgeschlossen. Als Belohnung haben wir ein kleines Geschenk für dich. Wähle beim Levelbau Super Mario Bros. Als Thema und schüttel einen Superpilz. Ich habe schon eine Vermutung, was passieren kann. Wir probieren es mal aus. Level bauen. Habe ich das damit? Was habe ich damit freigeschaltet? Wir nehmen einen Pilz. Der Pilz. Vor allem voll die Hand. Warum ist die Hand jetzt hier? Ich verstehe gar nicht. Ja. Ich verstehe gar nicht, wie man so eine Hand einschalten kann. Jetzt ist sie zum Beispiel wieder weg, die Hand. Ja, das will ich eigentlich weghaben. So, und dann spielen. Das ist dieser Pilz. Yeah, ich bin groß. Mario ist jetzt so eine... Keine Ahnung. Irgend so eine Fehlkreation. Also sein Sprungverhalten ändert sich auch. Der steuert sich dann mehr wie Luigi, um ehrlich zu sein.
Sieht ein bisschen aus wie so Michael Jackson. Naja, vom Körperbau vielleicht. Also den Pilz habe ich schon mal gesehen in ein paar Levels von Leuten. Aber anscheinend haben wir den jetzt auch selber freigespielt. Seht ihr, das ist jetzt kein wirkliches Level. So, das ist jetzt ja nur so ein bisschen Muster. Gut, damit haben wir alle Beispiellevels gelöst. Dann würde ich für den nächsten Part sagen, wir gehen auf Level aus aller Welt. Und eine Sache, die es erst seit diesem einen Update gibt, ist halt folgende. Wir suchen Baumeister. Es gibt ja ganz viele Leute, die Levels bauen. Hier, wir können auch von der Sternrangliste sehen. So ein Japaner, keine Ahnung. Überwiegend japanische Leute. Und dann haben wir offizielle Baumeister. Das sind die hier alle. Sittich. Ich weiß gar nicht, wer Sittich sein soll. Sittich hat ein Level gebaut. Seht ihr sowas hier? Bowser. Also das sind praktisch Nintendo-Mitarbeiter. Ja, der hat auch nur ein Level. Aber es gibt auch Leute. Der hier zum Beispiel. Der hat dann zum Beispiel 3 gebaut. Hier sieht man noch eine kleine Fahne bei dem. Das habe ich sogar mal angespielt. Das untere. Das hier. Also das. Da. Schon mal. Hund. Ich glaube, auch da kommen neue. Ich bin mir aber gar nicht so sicher. Aber ich würde sagen, für den nächsten Part würde ich dann sagen... für den nächsten würde ich dann diese hier spielen. Aber ich weiß halt nicht, ob dann das Let's Play beendet ist. Das ist jetzt wirklich das Schwierige. So, ob das Let's Play dann beendet ist oder ob es dann noch weitergeht, weil dann neue Levels kommen plus Event-Level auch noch. Da sollten ja eigentlich auch immer neue kommen. Deswegen weiß ich gar nicht, wann dieses Let's Play endlich das Ende findet, aber ich denke, wir machen jetzt erstmal beim nächsten Mal dann weiter mit diesen Levels. Dann noch, vielleicht bis dahin sind ja neue Event-Levels erschienen oder neue Levels von diesem Speicherbot als Person und so weiter und so fort. Und dann können wir mal gucken, was noch kommt. Also, soweit danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt schön mitgefiebert wie ich und so weiter. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part. Ciao.